Jetzt kommt der Georg. Ship It Days 2016 im April hatte er eine Idee. Diese Idee ist tatsächlich relativ begrenzt auf den Softwareentwicklungsbereich, vielleicht nicht für alle von euch interessant, aber es war so eine geile Idee, dass wir gesagt haben, daraus machen wir ein Produkt im Marketplace, und das stellt der Georg jetzt vor. Genau. Genau, und diese Idee heißt Live Snippets for Confluence, ist ein Confluence-Plugin. Eine Frage in die Runde: Wer von Ihnen programmiert, also entwickelt Software aktiv? Okay, sind doch ein paar, aber ich habe schon damit gerechnet, dass das nicht sehr viele sein werden. Deshalb wird das vielleicht ganz lustig, weil ich möchte heute über Code sprechen. Also ohne Code gibt es Jira nicht, gibt es Confluence nicht, gibt es Atlassian nicht, gibt es diese ganze Veranstaltung hier nicht. Also Code ist anscheinend ziemlich wichtig. Und ich möchte mal ein bisschen darüber sprechen mit Hilfe eines Beispiels, eines Wettermakros. Also wie ihr wisst, kann man in Confluence, kann man Confluence durch Makros erweitern, die können dann alles Mögliche machen. Und ich möchte jetzt mal hier so ein simples Wettermakro schreiben, was die Temperatur anzeigt und erstmal mehr nicht. Und der erste Schritt ist, ich muss das Confluence-Makro im Confluence registrieren, sodass ich das im Makro-Browser habe, da ich das in die Seite einfügen kann, dass das einen Namen hat und so weiter. Also ich erstelle ein Confluence-Plugin, registriere da mein Makro mit einem Namen, Weather, mit einer Java-Klasse WeatherMakro, und ich füge CSS und JavaScript-Ressourcen noch hinzu unter dem Kontext Weather-Makro, sodass die dann geladen werden, wenn mein Makro angezeigt wird. Und dann schreibe ich die Java-Klasse. Die macht jetzt hier nichts anderes, außer das Template weather-makro.vm zu rendern. Und in dem Template stelle ich erstmal sicher, dass meine Webressourcen unter dem Kontext weather-makro geladen werden. Und ich zeige ein HTML-Element ein mit der Klasse weather, und da steht jetzt erstmal nichts drin. Wenn ich das mache, dann funktioniert alles. Also ich kann das Makro einfügen, ich kann die Seite speichern, aber es wird noch nichts angezeigt, weil ich habe erstmal nur ein leeres HTML-Element. Jetzt kommt der zweite Schritt. Ich muss jetzt das Wetter irgendwie anzeigen. Und dann habe ich im Internet ein bisschen recherchiert. Da gibt es eine JavaScript-Bibliothek, die heißt Simple Weather. Und die sah ganz nett aus, weil die haben auf ihrer Webseite so ein schönes Hintergrundbild auch eingebunden. Und dann, wollte ich die ausprobieren, und dann habe ich mir die geholt und in meine Web-Resources einfach hinzugefügt, sodass die da ist, wenn mein Plugin geladen ist. Und jetzt darf ich eigentlich programmieren. In dieser leeren JavaScript-Datei, die ich eingebunden habe, fange ich jetzt an und rufe diese SimpleWeather-Funktion auf. Ich gebe da noch Parameter mit, wie Location ist Munich in Germany, Unit ist Celsius. Und wenn dann der Request zu dem Server geschickt wird und wieder zurückkommt, dann nehme ich mir die Temperatur und schreibe sie dann in dieses HTML-Element, dem ich davor eine Klasse Weather gegeben habe. Und dann mache ich das, und juhu, es funktioniert. Ich habe jetzt ein Makro geschrieben, was mir das Wetter anzeigt, 13 Grad. Genau, und was passiert jetzt? Jetzt habe ich so eine Java-Klasse, jetzt habe ich eine JavaScript-Datei, ich habe die Atlassian Plugin XML geschrieben. Jetzt pushe ich das natürlich ins Bitbucket, ins Source Code Repository, SCR, Source. Wie bitte? Source Code Management System, Bitbucket. Und jetzt kann ich den Code vergessen, weil das Plugin funktioniert, alle Leute sind glücklich, fügen jetzt das Wetter in ihren Confluence-Seiten ein. Temperatur wird dann mal richtig angezeigt, das heißt, den Code, den brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, den kann ich jetzt vergessen. Nicht so schnell, weil jetzt auf einmal wollen alle das Wetter haben. Ja, also im Jira will man jetzt das Wetter anzeigen, im HipChat möchte man das Wetter anzeigen, in irgendwelchen Internet-Applikationen, überall will man jetzt das Wetter anzeigen. Und dieses Confluence-Makro, was ich jetzt geschrieben habe, ist eigentlich so eine Wissensressource geworden. Ja, also da können Leute nachschauen, wie das funktioniert. Weil ich habe ja 4 Wochen an diesem Makro jetzt entwickelt. Ich habe tagelang im Internet recherchiert, was für Bibliotheken kann man benutzen. Habe dann herausgefunden, wie diese Bibliotheken funktionieren. Und habe da quasi so ein bisschen Wissen aufgebaut. Und das möchte ich jetzt natürlich mit den Leuten teilen. Und jetzt kann ich natürlich ein How-To oder ein Tutorial im Confluence schreiben. Also ich benutze zum Beispiel das Code-Makro in Confluence, füge da jetzt meinen Code hinzu, schreibe vielleicht noch was dazu, kommentiere was.
erzähle, wie es geht. Und ich habe dann natürlich die ganzen Confluence-Features, wie ich kann die Seite sharen, ich kann sie liken, ich kann sie labeln und ich kann sie kommentieren. Also Leute können sich darüber unterhalten, ist der Code gut oder schlecht und was kann man verbessern. Du müsstest auch einen Blogpost schreiben. Das ist noch socialer. Genau, ein Blogpost wäre noch socialiger, ja. Das Problem ist, dass Code und Bibliotheken natürlich leben. Ja? Also da werden Bugs gefixt, da werden neue Features hinzugefügt. Es werden teilweise komplett neue Technologien verwendet. Und in meinem Beispiel will ich jetzt zum Beispiel nicht nur die Temperatur, sondern auch den Ort, Kondition und Wind anzeigen. Also ich füge 3 Zeilen Code hinzu. Und wie man jetzt in dem Makro sieht, steht da jetzt 13 Grad in Munich. Es ist cloudy und wir haben eine Windgeschwindigkeit von 6,44 km/h. Und damit stimmt jetzt natürlich mein How-To nicht mehr. Also da fehlt jetzt quasi Wissen, was ich mir erarbeitet habe. Das ist nicht mehr komplett. Ja, man könnte eigentlich viel mehr aus dem Ding lernen. Wer aber immer aktuell ist, das ist Bitbucket. Also Bitbucket hat ja eine Web-Oberfläche, wo ich durch meinen Source-Code browsen kann. Und ich kann dann zu dieser Datei gehen und sehe natürlich immer die aktuellste Version von dieser Datei. Und das ist jetzt die Idee, also warum zeige ich nicht wirklich den Live-Code aus Bitbucket in Confluence an, wo ich dann die ganzen Confluence-Features habe, wie Shares, Likes, Labels und Comments. Und das Ganze funktioniert so. In Bitbucket kann ich Code markieren, also zum Beispiel hier in dem Stück Code will ich nur die Zeile 2 bis 16 haben, weil in der ersten Zeile steht HS2init, das ist so ein Atlassian-spezifisches Ding. Das möchten vielleicht andere Leute nicht, die halt nicht für Atlassian entwickeln. Also will ich nur Zeile 2 bis 16, dann drücke ich auf die Zeile 2, halt Shift und drücke auf Zeile 16, dann ist der markiert. Wird man dann auch da oben dann in der URL eingefügt. Und dann nehme ich diese URL, paste sie in das Live-Snippet-Makro. Der holt dann wiederum die Zeilennummern raus, die kann ich dann noch bearbeiten. Und wenn ich das dann speichere, dann habe ich nämlich hier ein Code-Snippet, habe hier noch eine Copy-to-Clipboard-Funktion und ich habe einen Link, also ich habe die Datei unten angezeigt und die ist verlinkt auf die Datei im Bitbucket, sodass ich da quasi aus dem Snippet ins Bitbucket springen kann, wenn ich die ganze Datei sehen will oder auch das ganze Projekt. Und warum ist das jetzt live? Natürlich, weil der echte Code aus Bitbucket genommen wird, aber jetzt in dem Beispiel, das ist die Atlassian-Plugin-XML und ich möchte dieses XHTML-Makro-Stück anzeigen. Das wäre jetzt Zeile 17 bis 21 und wenn ich jetzt natürlich noch ein anderes Plugin-Modul einfüge oder was in die Web-Ressourcen einfüge oder auch in das Makro mehr Parameter einfüge, dann würden sich die Zeilennummern ja nach unten verschieben und dann wird das natürlich nicht mehr stimmen, was da in Confluence angezeigt wird. Und was Live-Snippets eben macht, ist, der merkt sich die Version, zu der die Zeilennummern passen und merkt, wenn eine neue Version gekommen ist, macht einen Diff zwischen den beiden Versionen. Und damit kann man die Zeilennummern berechnen, wie sie angepasst werden müssen, sodass wirklich immer dieses Stück hier angezeigt wird, egal wo ich noch was in die Datei einfüge. Das ist so eigentlich das Core-Feature von Live-Snippets. Und was wir noch gemacht haben, wir haben einen Blueprint erstellt. Da kann ich zum Beispiel noch angeben, was für ein SDK, was für Libraries wurden verwendet, was für ein Level of Experience braucht der Entwickler, der das macht, was da beschrieben wird. Ich kann noch das Bitbucket Repository verlinken und da ist da schon mal so ein Template für eine Step-by-Step-Anleitung, weil meistens muss ich ja nicht nur eine Datei ändern, sondern ich muss Dependencies einbinden, ich muss eine Java-Klasse schreiben, ich muss ein Template hinzufügen und so weiter, so eine Step-by-Step-Vorlage und dann kriege ich auch so eine, wie man es von den Blueprints eben kennt, so eine schöne Übersicht von den ganzen Dokumenten, die angelegt wurden. Und für was man es auch verwenden kann, ist, wenn man README-Dateien aus Projekten in Confluence anzeigen will, weil meistens hat man ja schon ziemlich viel Dokumentation im Projekt, sodass man es nicht doppelt in Confluence und im Projekt hat. Man kann, wenn man seine Serverkonfiguration im Git pflegt, so wie man es machen sollte, dann kann man die auch im Confluence einbinden. Also wir haben zum Beispiel für jeden Server bei uns haben wir eine Confluence-Seite, da steht dann der Verantwortliche drin, was installiert ist und so weiter. Und dann kann man dann diese Configs eben auch anzeigen. Oder wenn man zum Beispiel Übersetzungstexte aus Projekten jemandem zeigen möchte, der jetzt nicht Git kann oder keine Properties-Dateien lesen kann oder so, kann man die in der Confluence-Seite anzeigen und dann mit demjenigen sharen.
Genau, und wie der Christian schon sagte, das ist bei den Shippetays bei uns entstanden und im Rahmen des CodeGuys-Wettbewerbs von Atlassian haben wir das dann auch in Marketplace gestellt. Leider hat es keinen Preis gewonnen, aber wir finden es ganz cool und vielleicht ihr auch. Und genau, es ist ein Marketplace und ihr könnt es ausprobieren. Das war's. Gemacht, also welche User-Daten werden genommen, die des Autors, der den Content-Zeit erstellt, dann wird immer jedem abgezählt, dass der User auch direkt auf Bitbucket hat. Du meinst beim Anzeigen des Snippets, ist, also du musst den Application-Link zuerst erstellen und wenn der Application-Link da ist, dann also anhand der URL erkennt er, welchen Application-Link er nehmen muss und loggt dich dann quasi ein. Also wenn du nicht eingeloggt bist, dann musst du so einen Authorize-Knopf drücken, dass du... Das heißt, wird jedes Mal der User verifiziert, dass er es anzeigen darf. Genau, genau. Ich glaube, alles andere wäre der Fall, oder? Ja. Ist gerade irgendwas, das so gemacht hat. Darüber nachgedacht, oder wenn ich jetzt im Code selber schon sozusagen deklarativ beschreiben könnte, dass der Block, an dem ich zu dem Kopf ist, den wir neben Push geschrieben wird, dass ich sozusagen eine Dokumentation schon beim Merchant oder beim Pushen automatisiert dann aktualisieren können. Das ist natürlich super. Das ist eine coole Idee, ja. Das ist noch nicht drin. Nee. Aber da kann man, also ich glaube, da überlegt Schnittstellenkontaktschutz zum Beispiel, wenn man ihn parallel pflegen muss, dann muss ich nicht einen Code-Anteil wieder an ins Confluence reinpasten, sondern ich kann sozusagen bei jedem Push dann einen bestimmten Block in meiner Dokumentation Schnittstellenkontakt zum Beispiel, wie greife ich in welches Szenario auf welchen Webservice zu, dann automatisch aktualisieren. Das wäre sehr cool. Ja, stimmt. Was braucht ein Application-Link, der das macht? Du brauchst einen Application-Link, ja. Hättest du gerne keine Application? Wie bitte? Zum Beispiel mit Bitbucket Cloud? Ja, genau, mit Bitbucket Cloud geht es natürlich nicht. Ja. Aber wäre alles machbar. Ja. Ich glaube, man braucht auch nicht verheimlichen, dass es ein Mitbewerbsprodukt gibt von Bob Swift. Eigentlich gibt es für alles Bob Swift. Ja, es gibt ganz viele Snippet-Plugins. Genau. Und Bob Swift macht es im Prinzip so, dass du auf dem Confluence-Server eigentlich das Projekt auscheckst mit Git, wo du den Source-Code einbinden willst. Das heißt, der hat diese Application-Link-Probleme dann nicht. Der Vorteil ist, dass der Bob Swift auch Mercurial und Subversion und so weiter kann. Aber ich glaube, der Georg hat den Fokus auf dieses Thema Live-Snippets. Das heißt, du fängst an, hast eine Methode mit 6 Zeilen. Und die ist in einem Jahr 16 Zeilen und steht an einer ganz anderen Stelle im Code, aber das Snippet stimmt immer noch. Das ist egal, was da passiert in dem Code. Er erkennt immer dieses Snippet an der richtigen Stelle und das ist das Spannende. Ja? Also Anwendungsfall ganz klar in der Softwareentwicklung. Da war noch eine Frage. Ich habe es vorhin akustisch nicht mitbekommen. Wenn ich ohne jemanden normalen Git arbeiten will, was muss ich tun? Kann ich was tun oder muss ich mit Bitbucket lernen? Moment, funktioniert es nur mit Bitbucket. Also der geht wirklich auf die Bitbucket-URL, die muss dann ein spezielles Pattern haben und es wird auch über die Bitbucket-API mit, also werden die Dateien und Versionen abgeholt. Also momentan nur Bitbucket. Also zusätzlicher Verwaltung für Bitbucket? Ja, tatsächlich. Nee, es war einfach einfach. Es war ein Shippetay-Projekt und mit der Bitbucket-API zu sprechen ist einfacher als jetzt anders. Ich habe vor 3 Jahren, habe ich nicht verstanden, oder 4 Jahren, dass die Bitbucket auf den Markt gebracht haben, die Atlassian. Das ist ja ein ganz normaler Git-Server. Heute sehe ich das ganz anders. Also, es gibt ganz, ganz viele, auch ich lerne ja, ganz, ganz viele Gründe, die dafür sprechen. Noch Fragen? Okay, dann sind wir soweit durch.